Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Davidson Food for Skin. Kennt ihr das? Trockene Hände, Risse bei den Nägeln, das wollen wir gar nicht. Marille. Horrorszenario, wir schauen super toll aus, aber unsere Hände rissig, dauernd rau und wir schmieren und schmieren, das wird nicht besser. Nein, wir müssen sogar noch mehr schmieren. Hey, dafür gibt's die Marille oder die Aprikose. Wir denken uns immer, hey, was kann uns die Natur hergeben? Viel. Und jetzt die Marille ist dafür da, dass sie unsere rauen Hände auch mit Sonnenflecken und leichten braunen Flecken aufhält. So, und wie macht man das? Ganz einfach. Ich nehme die, die schon, ihr seht, ein bisschen weicher sind. Ja? Also das heißt, ich nehme die weichen, nona nicht, im Kern, ich sehe, ja, weil mit dem Kern wird es unlustig. Also ich gebe sie da rein in einen Mixer. So, Kerne behalte ich, aber das erzähle ich ein anderes Mal, warum ich das tue. So, und ich suche mir jetzt noch eine aus, die ein bisschen weicher ist. Da, vielleicht die, genau. So, also ein bisschen weicher, ihr seht das, und vielleicht wollt ihr es gerade nicht für die Marmelade. Also ich gebe das alles in einen Mixer, gebe einen Schuss Öl dazu. Normalerweise könnt ihr ein gutes heimisches natives Öl nehmen. Ich nehme ein bisschen Olivenöl dazu und jetzt kommt der Vorführeffekt mit meinem super autonomen Mixer. Wir brauchen keinen Strom, wir brauchen nur Kraft. Ah, funktioniert super. So. Und jetzt, herrlich! Marillen, Aprikosen, Handmaske für super weiche, wunderschöne Hände. Was machen wir? Wir nehmen die, so, großzügig, was ich immer sage, auf die Hände einmassieren. Die duftet auch, ja, schön einmassieren. Ich habe, vielleicht habt ihr meine Hände vorher gesehen, natürlich nicht eingecremt, sie waren so, wie sie sind. Auch jetzt ein bisschen trockener durchs viele Schwimmen und durch die Sonne. Und jetzt durch sie eincremen. Die Haut, die saugt das so richtig ein. So, und dann würde ich sagen, mindestens eine Minute wirklich, wirklich schön die Hände damit einmassieren. Auch Schwimmhäute nicht vergessen, auch dazwischen Nägel. Nagelbett auch, die brauchen das. Es ist nicht schön, wenn die einreißen. Vor allem, sie können auch wehtun und gesundheitlich ist das auch nicht der Hammer. So, und ich meine, ich mache das jetzt ganz kurz. Schön einmassieren, dann, wie gesagt, entweder, wie ich oft sage, mit lauwarmem Wasser einfach abspülen. Bitte nicht nachcremen, weil wir brauchen es ja eh nicht mehr. Dafür hatten wir die Aprikosen und die Marille. Oder einfach mit einem Geschirrhandtuch schön einfach runter. So runterreiben. Ich habe jetzt ein bisschen noch da. Jetzt her meine Hand. Schaut es das an. Es ist ein Traum. Also ihr Lieben, es ist Marillenzeit. Aber, stopp, stopp, stopp. Wenn gerade keine Marillenzeit ist, könnt ihr euch auch helfen. Ihr nehmt getrocknete Biomarillen, Aprikosen, eine Nacht einweichen, vor allem in ein Milchprodukt, würde ich sagen, und dann am nächsten Tag genauso zusammenmixen und auf die Hand geben. Leute, es lohnt sich. So ihr Lieben, das war's zur Marille, aber eigentlich nicht zur Marille, sondern gegen trockene Hände und gegen Risse. Bitte nehmt es, macht eine Marillenhandmaske oder Aprikosenhandmaske und ihr werdet nie mehr was anderes wollen. Also ihr Lieben, das war's heute, kurz von der Marille. Nächstes Mal auch ganz andere spannende Themen. Für alle unsere Probleme gibt es Lebensmittel. Also, ich freue mich, euch nächstes Mal wieder bei Davidson begrüßen zu dürfen.